Sie waren die Sahaba radiallahu anhu. Das Paradies war für sie real. Allah subhanahu wa ta'ala war für sie real. Sie spürten das Paradies. Sie hatten einen Status erlangt, sodass Jannah für sie Wirklichkeit wurde. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dabei war auszuwandern, und das war die finale Verhandlung mit den Ansar, kamen 73 von ihnen, um die Verhandlung abzuschließen. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam kam mit seinem Onkel Abbas, der zu dieser Zeit noch nicht Muslim war. Sein Onkel Abbas begann mit den Verhandlungen. Das ist mein Neffe Muhammad. Er ist mit uns in Mekka und wir werden uns um ihn kümmern, solange er mit uns ist. Nun sagt mir, werdet ihr, die Leute von Medina, euch in gleicher Weise um ihn kümmern? Die Ansar wandten sich an den Gesandten alaihi salatu wassalam. Ja, Rasulullah, sage uns, was du von uns wünschst. Der Gesandte alaihi salatu wassalam sagte, ich erwarte von euch, dass ihr mich beschützt, wie ihr eure Frauen und Kinder beschützt. Dass ihr für mich ausgebt, in guten wie in harten Zeiten. Dass ihr mir gehorcht, ob es euch gefällt oder nicht. Dass ihr Gutes befehlt und Schlechtes verbietet. Und euch in Fragen des Glaubens nicht um das Gerede der Leute kümmert. Wenn sich die Gesamtheit aller Menschen euch entgegenstellt, dass ihr für eure Überzeugung einstehen werdet. Und die Ansar sagten, ja, Rasulullah, wenn wir die Forderung erfüllen, was erhalten wir dafür? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte nur eins, Jannah. Qabir ibn Malik radiallahu an war anwesend und berichtete, was für ein Angebot. Was hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam von ihnen verlangt? Er verlangte von ihnen, bereit zu sein, ihr Leben zu geben, ihr Vermögen zu geben, ihm zu gehorchen, ob es ihnen gefällt oder nicht, aufrichtig zu bleiben, selbst wenn sich ihnen die ganze Menschheit widersetzt. Und welchen Lohn versprach er ihnen dafür? Etwas, das sie nicht sehen konnten. Etwas, das sie nicht greifen konnten. Aber weil für sie Allah subhanahu wa ta'ala real war, war auch Jannah für sie real. Sie glaubten daran, weil sie eine Verbindung mit Allah subhanahu wa ta'ala hatten. Und was antworteten sie deshalb? Was für ein Angebot! Was für ein Angebot! Der Iman der Sahaba war tiefgreifender und fester. Seit vielen Generationen wird eine Anekdote erzählt, um zu begreifen, was wahrer Iman bedeutet. Es ist die Geschichte über einen Bergsteiger, der beschlossen hat, diesen aufwendigen Berg zu besteigen. Er stieg immer weiter hinauf, aber dann wechselte der Wind und das Wetter verschlechterte sich. Aufgrund des Unwetters rieten ihm die Leute davon ab, weiter hinaufzusteigen. Aber er wollte die Spitze erklimmen. Sie sagten ihm, gehe nicht alleine. Aber er wollte nicht hören. Er wollte es selbst schaffen, ganz alleine. Und wie er so den Berg hinaufstieg, kam ein Unwetter auf. Der Himmel verdunkelte sich. Der Bergsteiger rutschte aus und stürzte ab. Um ihn herum ist es stockfinster. Er stürzte den Berg hinunter und er weiß, dass er verloren ist. Er wird sterben. Sein gesamtes Leben spielte sich vor seinen Augen ab. Während er fiel, verfing sich sein Seil an einem Ast und er baumelte in der Luft. Sein Seil hatte sich irgendwo verfangen und den Fall aufgehalten. Und da baumelte er nun an diesem Seil, in völliger Finsternis. Der Mann schreit, ja Allah, hilf mir! Er hängt da am Abgrund, hat keinen blassen Schimmer, wo er ist, alles ist dunkel um ihn herum. Schlimmer noch, ein Schneesturm zieht auf. Es ist eiskalt. Der Mann sagt, ja Allah, rette mich! Rette mich! Da hört er eine Stimme. Denkst du wirklich, Allah kann dich retten? Er antwortet, natürlich! Natürlich kann er mich retten! Wer sonst könnte das? Die Stimme fragt wieder, denkst du wirklich, dass Allah dich retten kann? Bist du dir sicher? Er sagte erneut, mit absoluter Gewissheit, niemand sonst kann mich retten. Also sagte die Stimme, nun denn, durchschneide das Seil. Am nächsten Morgen fand der Suchtrupp den Bergsteiger tot auf. Er war erfroren. Seine Hände hatten das Seil fest umklammert. Der Mann hing an einem Seil einen Meter über dem Boden, weil er nicht wirklich Iman hatte. Und das ist der Unterschied zwischen den Sahaba, radiallahu anhum, und uns.
was auch immer der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, sie hatten Iman. Sie glaubten daran, was auch immer der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, sie hatten Iman daran.